Ah, das ist die Chefetage hier. Oh, guck mal, wir sind voll in den... Ich hätte nie gedacht, dass man hier oben hin kann, ey. Ohne Witz. Aber tatsächlich geht das. Ist ja abgefahren. Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu Starfield, auch bekannt als No Man's Skyrim, meine lieben Freunde. Wir wollen weitermachen, und zwar sind wir immer noch aktiv für die Rüdschen Corporation. Und wir gehen jetzt hier in diesen Aufzug, denn wir müssen jetzt den Maulwurf in der Firma aufdecken. Es gibt einen Industriespion, der hier Pläne und Dokumente klaut und an die Konkurrenz übermittelt. Und da müssen wir uns jetzt mit einem Hacker treffen, einem oder Programmierer. Und der muss jetzt entsprechend dafür sorgen, dass ein gewisses Protokoll erstellt wird, das ich so toll finde. Deswegen muss ich schon direkt aufstoßen, weil das so toll ist und auch so aufregend auch. Und wenn dieses Protokoll läuft, müssen wir selber in unsere eigene Firma einbrechen, also in die Region Corporation, für die wir arbeiten, und müssen dort dann entsprechend die Firma infiltrieren, um herauszufinden, wer der Maulwurf ist. Ich verstehe die Logik irgendwie auch nicht so ganz, aber irgendwie wollen die das so machen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Starfield, auch bekannt als No Man's Skyrim, reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts unter der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier alles findet, ob ihr es selber spielt und ob ihr vielleicht auch schon in dieser Questreihe was gemacht habt. Ob euch das überhaupt interessiert, diese Questreihe. Ich darf mich hier nicht mehr aufhalten. Was, wer, was, wie, wo? Ah, da hinten ist er. Du bist der Nyx, genau. Hör auf damit. Du machst die Leute ganz nervös. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Der Name Nyx ist aber auch ein bisschen unvorteilhaft als Hacker. Weil stellt euch mal den Spruch vor, Nyx geht mir. Rüdschen schickt mich für Directive Theta. Ah ja, Daltons Mädchen für alles. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt. Naja, klar. Credits, nein, 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 wir überzeugen ihn. Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Doch, doch, doch. Oh mein Gott, 6 Striche muss ich verhandeln können. Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot warten musst. Wofür hältst du mich? So viel würde niemand zahlen. Probieren wir mal das. Ich habe ja meine Verhandlungsskills nochmal verbessert. Mal gucken, ob es sich schon auswirkt. Es lohnt sich immer, auf das richtige Angebot zu warten. Man. Wofür hältst du mich? So viel würde niemand zahlen. Ich muss ja in 2 Zügen muss ich ja schon 6 Dinger voll machen. Verhandlungsgeschick. Rüdschen bezahlt dich bestimmt doch enorm gut. Ja, es ist wirklich eine ganze Menge Credits. Ach. Vielleicht werde ich zu gierig. Ach, da habe ich es einfach... Gut. Kein Wunder, okay, dass Ryujin dich angeheuert hat. 1000 Credits zahlen. Was soll ich denn ansonsten machen? Erzähl mal mehr über diesen Gefallen. Will ich da jetzt nochmal eine Nebenmission machen? Nee, ich will das eigentlich jetzt schnell hinter mich bringen. Ich zahle jetzt mal die 1000 Credits, das geht noch. Immer wieder gerne. Ist dein okay. Dein Job ist simpel. Führ das Baby hier einfach auf Ularo Chens Computer aus. Das Programm macht den Rest. Wenn du fertig bist, bring mir die Slate nach Hause. Ularo hat sicher eine knackige Verschlüsselung, für die mein kleines Setup hier vermutlich nicht ausreicht. So, so. Sicherheit, gut, ich würde der Security ja sowieso nicht trauen. Schön, dass du noch mehr kannst, als nur herumzuschleichen und gut mit Worten umzugehen. Hier ist die Slate. Ich warte. Okay, da müssen wir jetzt einen Weg in den Rüdschen Tower finden, okay. Hey, lass mich in Ruhe! Ta! Hey, lass mich in Ruhe. Nein, wir müssen jetzt in den Tower eindringen. Aber ich soll davor, glaube ich, erstmal meine Begleiterin mal in die Ecke stellen irgendwo. Du musst jetzt mal hier, Sarah, die muss jetzt mal hier sich irgendwo... Am besten, ich bringe sie zum Raumschiff, bevor wir das jetzt machen. Weil sonst tanzt die mir nämlich dann im entscheidenden Moment im Weg rum. Man kennt es. Und ich muss jetzt ja meinen eigenen Tower infiltrieren. Und sie, ich weiß nicht, wie gut sie mit Stealths ist. Ja, da kommt sie, okay. Schickt mir sie mal schnell zum Raumschiff. Mein Geduldsfaden ist. Kann ich das eigentlich also gleich direkt hier machen? Kannst du einfach auch hier warten? Warte kurz hier, genau. Nimm dir Zeit. Warte hier. Ich mach erstmal mein Zeug. Hol wartende Begleiter ab, ist auch geil. Wir merken uns mal, dass wir sie hier beim Spaceport-Zugang
geparkt haben. So, der Rüchen Tower ist da drüben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da Zugriff kriegen oder Zugang. Bin ich mal gespannt jetzt. Also wahrscheinlich nicht durch die Vordertür, oder? Das wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen komisch, wenn wir einfach den Aufzug nehmen. Wir probieren erstmal vielleicht, wann wird es überhaupt kritisch? Kann ich den Aufzug noch benutzen oder darf ich das nicht? Werde ich da vorher schon abgefangen? Es darf nur die Security hinein. Ah, okay, gut. Dann darf ich offensichtlich nicht mehr den Aufzug benutzen. Da muss ich wahrscheinlich von oben rein. So wie Tom Cruise. So, jetzt, ich glaube, jetzt wird es mal tatsächlich mal exorbitant spannend. Wie kommen wir da jetzt rein? Also hier geht es nicht rein. Ich würde mal sagen, wenn, dann muss man irgendwie von außen. Da ist auch ein Penüpel, warte mal. Da ist auch ein Penüpel. Ein Marker ist da. Ich glaube, ich muss wirklich von außen rein. Du lässt einfach deine große Liebe zurück. Ja, weil sie mir im Weg rumtanzt, wenn ich da versuche einzudringen. Haha, das kann man jetzt auch falsch interpretieren. Egal. Nein, 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 nein. Nicht so. So meine ich das nicht. Ihr wisst, wie ich das meine. Oh, was ist denn das hier? Ach, guck, ja, stimmt. Das sind hier, im Außenbereich gibt es für die armen Leute, für die Arbeiter gibt es hier so Schlafcontainer tatsächlich. Und da musst du irgendwie Geld reinstecken, außen tatsächlich. Da gibt es dann irgendwie so eine Abrechnungseinheit, hier auch. Genau, hier musst du so einen Münzschlitz gibt es da. Und dann kannst du da rein und kannst da schlafen. Das ist so ein bisschen sehr krass eigentlich. Ah, hier oben müssen wir, sag ich doch, wir müssen irgendwie hier nach oben. Aber schön, dass das markiert ist. Ich dachte, ich muss das selber rauskriegen. Schade, ich dachte, man lässt mir da ein bisschen mehr Freiraum, aber das ist leider alles markiert. Ich hätte das gern selber rausgekriegt tatsächlich, wie ich da reinkomme. Aber offensichtlich müssen wir diesen Knopf drücken. Ah, Jump'n'Run wahrscheinlich, oder? Ach, guck mal. Wer hätte das gedacht? So, wir müssen hier drüber tänzeln und müssen dann da reinspringen. Das, da geht mir immer ganz kurz die Pumpe bei sowas. Ich weiß jetzt nicht, was ich da aufgehoben habe. Keine Ahnung, ich habe es einfach genommen. Wie man das so macht. So, hier müssen wir rein, oder? Rüchen Industries. Vielleicht sollte ich das schon mal direkt kriechend machen. Wäre vielleicht schlau. Wo genau kommen wir da jetzt rein? Ah, wie bei Stirb langsam, schön im Schacht. Ja, guck mal, wir müssen auch schon darauf achten, dass wir verborgen bleiben. Ich glaube, ab jetzt muss ich speichern. Jetzt sollten wir mal nochmal einen Safe State setzen. Hier kann ich aufmachen. Alles klar. Aber wo genau im Tower sind wir denn jetzt? Ganz oben? Oder müssen wir jetzt nur auf die richtige Etage... Ah, out of order. Guck mal. Was? Du bist unerlaubt hier. Okay, ja, ja. Das ist mir schon klar, dass ich unerlaubt hier bin. Jetzt muss ich erst mal klären, wie ich jetzt hier rauskomme konkret. Soll ich da durch diese Tür? Ich glaube nicht, oder? Gibt es irgendwie noch einen alternativen Weg zufällig irgendwo? Scheint aber nicht so zu sein. Hier ist noch ein Schacht. Ah doch, warte mal. Da kommt man hoch. Furios, Sidestar, Kaliber, Dings, Dichtschmittel. Ich probiere mal hier hochzuklettern. Im Verborgenen natürlich. Ja, guck mal, hier müssen wir hoch. So ist es richtig. Ich glaube, da unten rauslaufen wäre jetzt ein bisschen dämlich. Paneltür. Warte mal, machen wir das mal noch nicht auf. Ich will erst mal gucken, wo es hier noch hingeht. Hier kommt man in einen Nebenraum, wie es aussieht. Das ist, glaube ich, nicht korrekt. Hast du Sprechen mit Tieren an? Ja, Baldur's Gate. Ja, ich weiß, das müssen wir auch unbedingt nochmal weitermachen demnächst. Aber jetzt ist natürlich erstmal Stargate. Stargate, sage ich schon. Starfield ist natürlich jetzt erstmal an der Reihe. Ist es jetzt hier unten dunkel? Ja, jetzt ist es hier unten dunkel, oder? Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Drone. Wir müssen da hinten hin. Oh. Kann man sich um die Ecke lehnen eigentlich irgendwie? Ja toll, an denen muss ich vorbei, oder was? Ich weiß nicht mal, ob er in meine Richtung guckt. Komme ich hier noch irgendwie hier lang? Nee. Und irgendwie vielleicht hier noch an einer anderen Stelle raus? Nee, geht auch nicht. Okay, gut. Ich soll die ja nicht angreifen, oder? Ich soll ja einfach nur an denen vorbei. Guck mal, jetzt dreht er mir ja den Rücken zu. Lass mal versuchen, vorbeizugehen.
Sieht aber gut aus, würde ich jetzt mal sagen. Guck mal. Haben wir schon mal geschafft. Ich glaube, ich speichere das mal. Weißt du, ich speichere am besten mal nach jeder Waffe. Nach jeder Waffe. Nach jeder Wache, an der ich erfolgreich vorbeigehe. Oh. Kollege. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich sowas von nicht. Ist das hier eine Scheibe? Nee. Alles gut. Ich glaube, das ist schon gut, dass ich da... Dass ich da den... Oh, den Schalter deaktiviert habe. So, wir müssen da nach rechts. Okay, warte. Ganz vorsichtig. Aber das ist anscheinend recht verzeihend jetzt, wo ich die nächste Stufe des Schleichens freigeschaltet habe. Das scheint nicht so schlimm zu sein. Rauf, ja, aber die Frage ist wo? Im Haupttreppenhaus oder mittendrin in den Räumen? Vielleicht mit einem alternativen Zugangsweg. Was ist das hier? Das ist auch nicht hier, oder? Das ist auch falsch. Das ist halt echt schwer zu sagen, ja. Aber gut, solange ich verborgen bin, mag das ja alles gehen eigentlich. Müssen nur dann aufpassen, wenn wir doch mal jetzt einer Wache begegnen. Da muss ich schnell meinen Nova Blast, meinen Master Blaster muss ich dann schnell benutzen. Also jetzt sieht es richtig aus. Jetzt bin ich auf der richtigen Ebene, glaube ich. Ja, hier ist ja auch die Ruitschenkorb. Aber wir müssen auch hier natürlich aufpassen. Hier ist nämlich noch das Licht an. Da hinten steht auch direkt einer. Und wenn das Licht an ist, sehen die mich halt besser, ne? Da wäre mal spannend, ob man hier vielleicht irgendwie direkt hoch kann. Ja, guck mal. Geh mal hoch. Klettern. Jetzt, guck mal, ich glaube, so ist besser, wa? Würde ich mal schätzen, wenn wir das mal hier oben machen. Paneltür, gucken wir mal. Bodenbeleuchtung ausschalten. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir die mal ausschalten. Das ist jetzt echtes Mission Impossible Feeling. Das ist schon ein bisschen geil. Nice, nice. Nennt mich Tom Cruise. Der hat das auch so gemacht. Kann ich mich dann auch über dem Computer so abseilen? Das wäre halt mega cool, wenn ich mich dann so mit so einem Antigraf-Seil einfach so abseile dann und dann da so drüber hänge und dann aufpasse, dass ich nicht schwitze und dass mein Schweiß nicht den Boden berührt und so. Das wäre schon geil. Und die Temperatur darf nicht so hoch steigen. Luke, ich bin dein Vater. Muss ich hier hin, ist die Frage. Nee, jetzt bin ich doch wieder eine Etage drunter, oder? Wir hätten, glaube ich, von hier unten irgendwie hier hochklettern müssen. Das war der andere Weg, weil wir sind quasi wieder auf dem Weg nach draußen gerade. Wir hätten von hier hoch und dann da das Panel aktivieren, das Licht ausmachen und dann da runter. Ich glaube, das ist... Bist du etwa ein Abseiler? Aber sowas von bin ich ein Abseiler. Kann ich zufällig diese Luke hier öffnen? Ja, ich kann nicht. Guck mal, hier ist schön dunkel hier drin. Das passt doch eigentlich. Guck, da bin ich nämlich auch näher dran jetzt. 45 Meter. Oh. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Wo geht der hin? Lass mal gucken, wo die lang gehen. Der will sich jetzt hoffentlich keinen Kaffee machen. Ach, das ist die Kantine hier, okay. Ah, der dreht mir den Rücken zu, oder? Ich glaube, der dreht mir gerade den Rücken zu. Dann kommen wir da aber nicht durch. Warte mal, dann müssen wir, wenn, dann schon hier lang. Würde ich mal vermuten. Aber cool gemacht. Das muss man mal wirklich sagen. Also das ist cool gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Vorsicht. Jetzt. Ab durch die Hecke. Schnell. Krieg schneller. Das ist auch spannend. Oh ja, der dreht mir auch gerade den Rücken zu. Perfekt. Vielleicht mal kurz hier in diesem kleinen Büro mal warten. Mal ganz kurz gucken. Okay. Mal schnell vorbei. Der bewegt sich, oder? Ja. Oh, jetzt Schwein gehabt. Junge, Junge. Okay, ich glaube, ich hab's, oder? Ich muss aber... Ah, ich muss eine höher. Warte mal. Komm ich hier höher? Mach mal die Tür zu. Entlüftung. Machen wir mal die Entlüftung auf. Ja, guck mal, hier komme ich nach oben. Das ist geil gemacht. Das ist geil gemacht, definitiv. Das ist schon cool gemacht.
sobald halt in dem Spiel etwas drin ist, was auch wirklich designt ist und wo sich einer halt auch Gedanken gemacht hat, so ein bisschen, dann ist es cool. Die Sachen, die so ein bisschen abseits so verteilt sind, naja, die sind eher so solala, beziehungsweise eher so ein bisschen buggy. Oder nicht so ganz ausgereift oder durchdacht. Aber das ist cool, das ist richtig cool. Ich mag solche, genau solche Missionen finde ich einfach mega geil. Ja, genau sowas will ich haben. Guck mal, jetzt sind wir hier in der richtig krassen Etage. Da hinten müssen wir hin, da wo der Lüftungsschacht ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir da jetzt, wie kommen wir da jetzt hin? Können wir da jetzt hier raus und dann da rein? Mal gucken. Ein Tresor. Inhalte stehlen. Ich glaube, das können wir mal machen. Das ist, gehört auch alles zum zur Sicherheitsüberprüfung dazu. Warte mal, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schlitze. Und wir brauchen dann entsprechend hier, okay, ja, das ist schon ein bisschen ein aufwendigeres Schloss, definitiv. Hier braucht man dann entsprechend noch so eins. Das ist aber hier alles nicht weit genug auseinander, beziehungsweise zu weit auseinander. Das heißt, wir brauchen hier einen anderen. Das heißt, wir brauchen hier wahrscheinlich eher sowas. Schätze ich mal. Oder? Nee, das geht nicht. Das passt nicht. Das ist ein schwereres Schloss. Da muss man ein bisschen überlegen, glaube ich. Guck mal, das würde gehen. Ja, das würde gehen. Dann können wir nämlich das hier als nächstes nehmen. Muss man ein bisschen überlegen und gucken bei den Schlössern. So, und dann haben wir nämlich noch das übrig. Das müsste eigentlich dann so passen. Genau. Und dann haben wir das und das müsste dann da passen. Bams die Dams. Nice. Guck mal, da haben wir Credits. Ich bestehe einfach meine Firma. Synapse Alpha und wieder aufladbar Rettler. Den können wir dann verkaufen. Und Übia schreiben. Hier geht's raus. Oh Gott, warte mal. Ist hier irgendwie zufällig noch ein Ding, wo man das Licht abschalten kann? Nee, ist glaube ich nicht. Aber wir kommen da drüben nochmal rein in einen Schacht. Vielleicht mal probieren, ob wir da wirklich reinkommen. Ja. Nice. Huch, warte mal. Ich wollte eigentlich gerade mal kurz das Licht anmachen, um mal zu sehen, wo ich hier eigentlich hingehe. Ah. Ah, hier kann ich wieder das Licht ausmachen. Ah, da muss ich sperren. Warte mal ganz kurz. Ich will mal schnell nochmal meinen Scheinwerfer ausmachen. Was? Welche Form ist seltsam? That's what she said. Hier müssen wir 1, 2, 3, 4, 5 Dinger wegmachen. So, warte mal. Wir haben hier immer jeweils 2 und hier hatten wir einmal 3. Dann nehmen wir erstmal den Dreier jetzt. Tatsächlich. Und den Dreier können wir hier einsetzen. Und was dann noch übrig bleibt, muss entsprechend das sein, was wir dann verwenden müssen. Ist wahrscheinlich nicht der hier, sondern ist dann wahrscheinlich der hier. Und dann müssen die beiden noch hier passen. Genau, so, guck mal. Wunderbar, haben wir geschafft. So. Bodenbeleuchtung ausschalten. Jetzt ist es dunkel, oder? Jetzt ist es komplett dunkel. Ich sehe, es ist so dunkel, dass ich selber schon nicht mehr sehen kann. Oh Gott, da oben waren sie. Krass. Von innen nach außen denken. Ja, genau. Man muss auch gucken, vor allem. Die Reihenfolge ist halt auch wichtig manchmal. Sonst hackt man sich in eine Sackgasse rein. So, Luke ist wieder am Start mit seinem Vater. Dann ziehen wir uns mal hier hoch. Oh Gott, man sieht gar nichts, Alter. Das ist so eine geile Mission mit dem Reinschleichen. Ich finde sowas immer so geil. Ich habe das, glaube ich, noch nicht oft genug erwähnt, dass ich das geil finde. Da müssen wir hin. Sicherheitsroboter Model A. Vielleicht sollte ich lieber einen Umweg gehen. Vielleicht lieber hier drüben lang. Jetzt, wo es Licht aus ist, ist es, glaube ich, ein bisschen sicherer vielleicht. Die Menschen sehen mich wahrscheinlich eher nicht als die Roboter. Die Roboter könnten ja irgendwelche Sensoren haben, die man nicht überlisten kann im Zweifel. Aber bin ich nicht von da gekommen eigentlich? Ich glaube, von da bin ich gekommen. Oh. Ups. Ehrlicherweise bin ich mir hier jetzt gerade nicht sicher, wo ich am besten lang gehe. Vielleicht einfach warten, bis der Roboter in die andere Richtung geht. Und dann einfach rein. Wo ist er denn gerade? Sag zufällig gerade. Ich versuch's jetzt einfach. Vorsicht. Mut zum Risiko. Heiligsblechle. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Oh, es ist spannend. Genau sowas mag ich, Alter. Genau so will ich da.
Da war er direkt vor mir. Oh, Jesus. Ah, das ist aber sehr verzeihend gemacht, tatsächlich. Da habe ich aber richtig Schwein gehabt gerade. Ich wäre dem beinahe in die Beine gerannt, ey. Wo ist denn jetzt der Computer? Da oben muss ich rein. Warte, hier hoch. Aufmachen und reinspringen. Sauber. Wuhu. Das war aber jetzt richtig haarig. Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht. Oh mein Gott. So, jetzt gucken wir mal. Geht's da hinten noch weiter oder ist da Ende? Da ist Ende, okay. Ah, das ist die Chefetage hier. Oh, guck mal, wir sind voll in den... Ich hätte nie gedacht, dass man hier oben hin kann, ey. Ohne Witz. Aber tatsächlich geht das. Ist ja abgefahren. So, wir müssen da rüber. Jetzt ist die Frage. Von welcher Seite macht es da mehr Sinn, jetzt rüber zu klettern? Wahrscheinlich da, wo dieser Lüftungsschacht ist. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Oh. Hoffentlich guckt keiner hoch. Du bist ihm fast auf die Füße gekrabbelt. Das war so knapp war das, so knapp. Vor allem, ich muss, glaube ich, auch wieder hier rauskommen, oder? Ich muss auch den ganzen Weg wieder zurück dann, wenn ich fertig bin mit dem, was ich hier mache. Aber es ist auch krass, dass das keinem auffällt, dass überall das Licht ausgeht irgendwie und nur noch diese Notbeleuchtung an ist. Es fällt irgendwie keinem auf so richtig. Ist allen egal. Was? Keine Dietriche? Nicht dein Ernst. Ich hatte doch so viele. Haben die mir vorher keine gegeben? Aber ich glaube, wir sind eh fast da. Wir müssen nur noch darüber. Jetzt ist halt die Frage, bin ich jetzt hier besser zu sehen? Wahrscheinlich. Dann wird es jetzt einfach schwerer, sich da durchzutraversen. Oder wir müssen dann nochmal im Zweifel, wenn es gar nicht geht, müssen wir nochmal zurück. Und müssen versuchen, nochmal einen Dietrich zu finden irgendwo. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Ärgerlich, wegen einem Dietrich. Habe ich da gerade ein Robo gehört? Oder war ich das? Ach du Scheiße. Schön unter das Licht, genau. Wir müssen da rein. Oh. Ich hab's geschafft. Vielleicht mal Tür zumachen? Ich hab's geschafft. Dietriche! Digi-Dietrich. Okay, Uranus Computer. Oder Ularus Computer. So. Was müssen wir jetzt eigentlich nochmal machen? Arbeitsplatz. Skill zu niedrig. Was? Rover. Führe Programm aus. Ah, wir haben es schon geschafft. Aber schade, dass wir nicht ihren Arbeitsplatz hacken können. Das wäre jetzt natürlich noch richtig geil. Okay, also haben wir es erledigt, oder? Jetzt müssen wir wieder raus wahrscheinlich. Ah, guck mal, hier kann ich mich hier hochziehen? Nee, geht nicht. Moment mal, was ist das hier eigentlich? Municiones. Das fällt natürlich auch keinem auf, wenn ich mich hier einfach bediene. Weltraumexperte Equinox. Das ist aber keine besonders geile Waffe, wie es aussieht, die sie da hat. Ein Safe ist hier nochmal. Vielleicht sollte ich aber... Ja, doch, komm. Machen wir mal jetzt. So viel Zeit muss sein. Also hier haben wir wieder drei Dinger. Und wir haben hier vier. Zwei, drei. Ich probiere es mal mit den Dreiern hier vielleicht. Das ist auf jeden Fall wieder kein so einfaches Schloss, wie es aussieht. Das ist ein bisschen... Okay, damit kommt man schon mal nicht weiter. Damit kommt man anscheinend auch nicht so unbedingt. Obwohl, warte mal, doch. Das würde gehen und dann würde noch übrig bleiben die zwei hier hin. Ja, doch, das könnte man damit, glaube ich, knacken, tatsächlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, guck mal, siehst du? So, und jetzt müssen wir noch da welche hinkriegen. Ja, nee. Vielleicht mal so probieren. So, und dann haben wir da noch zwei übrig. Und das müsste, mit einem von den beiden müsste das eigentlich gehen. Läuft, hervorragend. Wie viel, was haben wir da drin? 1000 Credits. Da mal wieder die Kosten für die Information, also für die, ne, für die Ausführung haben wir wieder drin jetzt. Okay, ich speichere nochmal. Und dann geht's raus. Ah, guck mal, da ist ja tatsächlich ein Lüftungsschacht, Mensch. Wer hätte das gedacht? Luke. Wunderbar, na dann. Vielleicht mal wieder auch zumachen. Es ist auch so geil, wir hinterlassen voll viele Spuren und so. Wir hacken einfach alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Machen alles auf. Fassen alles an. Klauen überall Sachen.
Ist egal. Fällt keinem auf. Beim nächsten Händler 10 Dietriche kaufen. Ich habe noch Dietriche im Raumschiff. Ich habe, glaube ich, mal welche abgelegt tatsächlich. Müsste mal gucken. Müsste da noch so 5 oder 10, 5 bis 10 Dietriche haben eigentlich. Die habe ich nur irgendwie nicht mitgenommen, ich Blödmann. Ach, das ist schon der Ausgang. Das ist ja geil. Wir haben es geschafft. Die Mission Impossible Mission. Nice. Ich glaube, jetzt muss ich auch nicht mehr schleichen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Oh, warte mal, hier sind ja noch... Ja, Dietriche. Ein Waffelkoffer. Was ist das? Sidestar. Nee, das macht mich nur wieder unnötig voll. Guck mal, hier haben wir Credits. Digi, Dietrich, Kobalt, Helium 3. Was ist das? Des Bestienjägers. Security. Ein Item. Rucksack. Ah, ein Rucksack. Okay. Dann, ja, ist das hier ein Aufzug? Kommt man hier? Hier kommt man anscheinend runter. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Machen wir das mal. Schön, dass die ihre Gerüste so bauen, dass man als Geheimagent, wenn man in die Firma eingedrungen ist, auch gleich direkt wieder rauskommt. Das ist sehr nett von denen, dass die das gemacht haben. Dann gehen wir mal hier raus. Sehr schön und, warte, warum steht das hier im Weg? Ah, ich muss hier hoch, okay. Moment. Nicht jetzt irgendwas Vorschnelles machen. Ich glaube, wir müssen eher hier hoch, wenn dann, genau. Von hier bin ich, glaube ich, auch gekommen. Ah, hier ist ja noch eine Kiste. Positronenbatterie und unterkühlter Magnet. Und was ist hier drin? Nichts. So, schön rüber. Ah, es ist schon geil gemacht. Das sind wirklich Missionen, da hat sich auch einer definitiv Gedanken gemacht. Auch so von dem Design, von den Hindernissen und wie die Wachen platziert sind und so. Und dass da genau einer rauskommt in dem Moment, wenn ich da natürlich an der richtigen Stelle bin, dass einer rauskommt und sowas alles. Das ist schon cool. Das macht Spaß. Fluchtwege, Rettungswege sind wichtig. Sowas macht Spaß. Solche Missionen finde ich geil. Davon kann ich nie genug kriegen, ohne Witz. So, davon kann ich echt nicht genug bekommen. Jetzt muss ich nur mal eins kurz gucken, wo ich jetzt hier, wie ich jetzt hier zum Eingang komme, ganz schnell. Oder habe ich wieder einen Marker irgendwo? Ach, da unten ist ja ein Marker, warte mal. Da muss ich, glaube ich, eher nach hier unten. Kann ich hier runterspringen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich könnte es probieren. Ich kann ja mal speichern und gucken, ob ich das überlebe. Spoiler-Alarm, ich werde es wahrscheinlich nicht überleben. Das ist schon ein bisschen hoch, oder? Aber da unten ist ja eigentlich ein Sicherheitsnetz. Warte mal, da kann man doch sich drauf fallen lassen. Au, ja, geht alles. Kann man machen, ist okay. Kann man alles machen hier, dann hier drauf? Ja, der Tom Cruise hätte es nicht anders gemacht. Muss ich überhaupt hier hin? Das ist die andere Frage. Muss, glaube ich, gar nicht hier hin. Muss, glaube ich, gar nicht hier hin. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin hier? Muss nach da hinten. Wie komme ich denn da jetzt hin? Pass mal auf, jetzt bin ich da runtergesprungen, hätte da gar nicht hin hier muss. Ja, dann hat er gleich wieder Schnappatmung hier. Hä, wo muss ich hier hin? Ich check's schon wieder nicht. Hier hoch? Da lang? Da! Ach, Nyx Wohnung. Ach so, der hat auch eine Wohnung. Ja, stimmt. So, da ist er. Guck mal. Nice, haben wir. Kümmer dich um die richtigen Leute und sie kümmern sich um dich. Hm, sag das nicht zu laut. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. Ach, Quatsch. Ich bin einfach zu gut. Eigentlich seltsam, dass sie noch niemand gestürzt hat. Ja. Rülchen hat die beste Security, die man sich vorstellen kann, aber ich bin einfach gut. Nee, das ist das an ist schon Selbstbewusstsein die Aussage. Mangelt es dir nicht, oder? Aber ich habe dein Werk im Trade Tower gesehen. Also glaube ich dir sogar. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Aber natürlich. Oh, Baby. Na, hast du es angeguckt? Achso, der macht das jetzt, wa? Muss man erst mal warten, bis er es gemacht hat. Also das ist mal ein ziemlich beeindruckender Arbeitsplatz. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Guck mal, der hat da auch noch so Aktienkurse da rechts oben in der Ecke. Das Programm, dann hat er noch eine Heatmap da. Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. So, so. Na dann mach mal. Ularu hat eine beeindruckende Verschlüsselung. Aber ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen,
Starte Entschlüsselung. Dürfte nicht lange dauern. Tu es, tu es. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Tu es, tu es. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann. Ach, nur er, ja. Und fertig, das war's. Und was ist, wenn er der Maulwurf ist? Was ist, wenn er der Maulwurf ist? Dann hast du ihm jetzt gerade alles ermöglicht. Ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Mhm, so, so. Ich bringe die Slate gleich zu Dalton. Mach das. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Na, mal gucken. Kehre zu Dalton zurück. Bestimmt ist der Dalton der Doppelgänger. Ach, der Doppelagent, meine ich. Hundertprozentig. Ich meine, wer sollte es denn sonst sein? Ich bin's schon mal nicht. Zumindest noch nicht. Wenn die Firma weiter so komische Sachen macht, dann wäre es fast schon verlockend, einfach mal so kurz vorm Eindringen in die Chefetage, bevor wir so richtig in die, also wir sind ja eigentlich schon im inneren Zirkel, mehr oder weniger, einfach mal so ein bisschen auf die andere Seite zu gehen und mal von einer anderen Firma ausgehend eine Industriespionage zu versuchen. Das wäre bestimmt auch lustig. Einfach mittendrin mal für diese Tech-Firma, für diese andere mal arbeiten. Und mal gucken, die wo wir ja auch schon ganz oft rumspioniert haben. Was war das? Holtech oder so? Irgendwas mit Holtech? So, dann wollen wir mal rein in den Aufzug. Jetzt darf ich ja auch wieder den Aufzug benutzen. Managerbüros. Zum Manager. Wir müssen zum Manager hoch. Hättest du dir noch erzählen lassen, was er zu erzählen hat? Ja, das hätte ich natürlich auch noch machen können. Aber ich vermute mal, das wird schon so aufgebaut sein, dass wir das auch ohne diese Informationen alles aufklären und aufdröseln können. Ich warte hier schon ewig. Ich habe dich im Blick. So, so. Gut zu wissen. Aber vorhin nicht. So, jetzt ich hier. Ich nehme an, du hattest Erfolg. Ich habe gestern keine Meldungen bekommen, also Glückwunsch. Nyx hat alles problemlos entschlüsselt. Das hier hat er mir gegeben. Ja, ich war erfolgreich, aber du solltest dich definitiv um ein paar Sicherungslücken kümmern. Wir kümmern uns darum, sobald wir aufgeräumt haben. So, was haben wir denn hier? Warte auf Dalton. Er hat auch so einen geilen Arbeitsplatz. Guckt euch das mal an, aber er muss im Stehen arbeiten. Kaum zu glauben. Aber jemand hat von außen auf Ularus Dateien zugegriffen. Ein sehr kompliziertes Tracing. Erstaunlich, dass Nix das alles nachvollziehen konnte. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen Salso, Senior Operations Specialist. Und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Ach. Das kann nicht sein, das glaube ich einfach nicht. Jemand muss ihr eine Menge Credits gezahlt haben, sonst würde sie Rüdschen nicht so hintergehen. Welches Motiv sollte sie haben? Naja, Credits wahrscheinlich. Entweder das, oder sie ist extrem wütend auf jemanden in der Firma. Bevor wir schwerwiegende Entscheidungen treffen, muss ich sie befragen. Ein Verhör, nice. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Sie darf nichts unternehmen, bevor ich nicht Gelegenheit hatte, mit ihr zu reden. Ich behalte sie gut im Auge. Sowas würde sie nicht wagen, nicht solange ich hier bin. Und wenn sie flieht? Ich mach mal das Erste. Gut. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. Es ist schon spannend. Das muss man sagen. 11.000 Credits habe ich bekommen. Nice. Bam. Und ein Skillpunkt. Warte mal. Die Schuldigen. Nein, Moment, wir machen mal ganz kurz den Skillpunkt noch rein. Vielleicht kann der uns noch nützlich sein. Was haben wir denn bei Sozial? Vielleicht irgendwas mit Einschüchtern oder so? Oder Diplomatie?
Du kannst ein NPC-Ziel, das auf oder unter deinem Level steht, vorübergehend am Kämpfen hindern. Das ist auch gut. Täuschung. 10% stärkere Schiffe ergeben sich automatisch deinen Pirateriedrohungen. Gegnerische Scans auf Schmugglerware sind zu 10% weniger effektiv. Isolation. Wenn du keinen Begleiter und keine Crew hast, verursachst du für jeden ausgerüsteten Anzug und Helm 10 Waffenschaden. Haben wir eigentlich schon die nächste Stufe? Ne, die ist noch gesperrt. Können wir noch mehr beim Überzeugen machen? Was brauchen wir denn eigentlich für Rang 4? Bewältige 10 Überreden Herausforderungen. Okay. Das ist wohl noch nicht so schlau. Handel. Da müssen wir noch mehr verkaufen, glaube ich. Ja, vielleicht Diplomatie machen. Würde ich sagen. Ich mach mal Diplomatie. Du kannst dein NPC-Ziel vorübergehend am Kämpfen hindern. Ich glaube, das ist ganz cool. Machen wir das mal. Mal am Kämpfen hindern ist immer gut. Das will ich ja eigentlich machen. Ich bin ja Diplomat. Ich bin ja nicht Kämpfer und so. Also eigentlich ja nicht. Gut, dann holen wir sie mal ab. Bin gespannt, was sie jetzt, wie sie jetzt reagieren wird auf die Offenbarung. Wolltest du nicht auch mehr Kraft? Ja, eigentlich ist das ja nicht mein Charakter. Mein Charakter ist ja eigentlich kein Athlet. Aber ja, kann man theoretisch noch überlegen. Ich weiß halt nicht, wie viel Spielraum ich habe gehört, um in andere Skillbereiche reinzugehen. So, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich speichere mal gerade nochmal schnell, damit wir jetzt nicht irgendwie den Dialog verkacken. Siehst, ich bin nicht hier. Lass mich raten. Du suchst Imogen? So. Ah. Ja, ich suche sie. Nerv meine Techniker bitte nicht zu sehr. Sie haben zu tun. Ja, ich suche die Imogen. Wie du sicher schon gemerkt hast, ist sie nicht hier. Was sehr schade ist. Sie muss nämlich noch einige Dokumente unterschreiben. Die ist schon ausgebüxt. Sie ist sehr gut darin, Schreibtischarbeit zu vermeiden. Ha! Greif bitte auf deine Quellen zurück und sag mir, wo sie ist. Ich weiß nicht, ob dich das etwas angeht. Aber ich behalte mein Pendant gerne genau im Auge. Darf ich fragen, warum du das wissen willst? Nee, geht dich nichts an. Das ist vertraulich. Wende dich an Dalton. Nein, danke. Aus Dalton was rauskriegen, da kann ich auch mit einer Wand reden. Außerdem macht Spekulieren mehr Spaß. Imogens letzter Aufenthaltsort war Frankie's Grab and Go, was natürlich nur eine Fassade für das Seoka-Syndikat ist. Oh, ein Syndikat. Wenn du sie jagen willst, musst du dir das vom Management genehmigen lassen. Dalton ist wohl am besten. Neon Straßenratte. Lass mich raten, Benjamin Bayou hat da irgendwie seine Finger im Spiel. Ich hatte vergessen, dass du Neon und Bayous Netz aus Verbindung kennst. Ich bin ja von hier. Wenn du effizient sein willst, kannst du Dalton auch überspringen und direkt zu Bayou gehen. Der ganz kurze Dienstweg. Viel Glück bei der Suche nach Imogen. Dann gehen wir zum Dienst, den kurzen Dienstweg. Wenn du sie tatsächlich findest, sag ihr, dass ich dir geholfen habe. Hahaha. Wir gehen natürlich den ganz kurzen Dienstweg, weil ich bin ja von hier und damit habe ich ja hier Kontakte und so. Das habe ich nämlich bei meiner Charaktererstellung ausgewählt, dass das so ist. Und dann gehen wir jetzt zu dem Bayou. Von dem habe ich ja auch schon einiges gehört und meine Sarah, meine Begleiterin, hat mich auch schon vor dem gewarnt tatsächlich. Jetzt bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, meine lieben Freunde. Da müssen wir, glaube ich, in diesen Club jetzt tatsächlich. In diesen, wie hieß der? Astral Lounge? Ich habe heute deine 5 Folgen geguckt und danach deine Videos on demand. Bin jetzt auf dem aktuellen Stand. Bin gespannt, wie du den Schiffsdesigner findest. Ja, da bin ich immer noch nicht dazu gekommen, tatsächlich. So, da hinten ist die Astral-Lounge. Da müssen wir, glaube ich, jetzt hin, um mit dem Bayou zu sprechen. Nee, die Sarah würde ich jetzt erstmal rauslassen, tatsächlich. Die mischt sich nur immer die ganze Zeit ein. Hallo. Hallo, Sarah. Tschüss, Sarah. Wir lassen sie mal noch stehen. Ich glaube, sie passt nicht so richtig in diese Quest rein. Sie mischt sich auch immer irgendwie ein mit irgendwelchen Einwänden und keine Ahnung. Das finde ich nicht so gut. Diese ganzen illegalen Firmenspionage-Sachen und so, das sollten wir lieber ohne sie machen. Das kommt, glaube ich, sonst nicht so gut. So, da ist die Astral Lounge. Und da hat ja, glaube ich, sein Penthouse oben tatsächlich. Das heißt, dann müssen wir da jetzt hin und müssen mit dem sprechen. Ich bin sehr gespannt. Rucksack angucken. Jetzt mache ich erstmal die Quest fertig. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Guck mal, jetzt können wir da, glaube ich, hier mit dem Aufzug fahren und kommen dann direkt in den seinen Penthouse rein. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das so sein. Benjamin Bayou.
Ich habe niemanden kommen lassen. Was willst du? Ich komme von Rügen. Ich brauche eine Genehmigung, um das Versteck eines Syndikats zu betreten. Und warum sollte ich dir diese Art von Erlaubnis erteilen? Weil ich geil bin. Ich suche eine Verdächtige, die beim Syndikat untergetaucht ist. Besprich das mit Dalton Fiennes. Ich habe dafür keine Zeit. Machen wir mal das. Solange die Syndikatsmitglieder selbst nichts damit zu tun haben, pass auf. Ich sorge dafür, dass dich das Syndikat reinlässt, falls du eine Kleinigkeit für mich erledigst. Das war so klar. Überzeugen. Die beiderseitigen Vorteile sollten eigentlich ausreichend sein. Und welche beidseitigen Vorteile wären das? Mal gucken, ob ich es schaffe, ihn zu überzeugen. Aber ich muss 4 Dinger vollkriegen. Du weißt doch, was gut für Rügen ist, ist doch gut für Neon. Natürlich. Ryujins Erfolg ist immer gut für die Profite in Neon. Profit? Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Oh, ich könnte ihn einschüchtern. Das habe ich ja jetzt erst noch geskillt. Wenn ich keinen Zugang erhalte, könnten die Konsequenzen für dich und Rügen verheerend sein. Vielleicht erstmal das erste probieren und mal gucken, was als nächstes für Optionen kommen. Ja, das hoffe ich. Ich meine, theoretisch könnte ich es auch sicher jetzt machen mit dem ersten. Es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden auseinandergehen können. Das höre ich gern. Ich versuche ja, vernünftig zu sein. Hat funktioniert, okay. Einschüchtern wäre jetzt, glaube ich, nicht richtig gewesen. Ich schätze, wenn es um eine beiderseitig vorteilhafte Situation geht, gibt es keinen Grund, solch einen kleinen Gefallen zuzulassen. Haha! Triff dich mit Miss Moore im Frankies. Nice. Ich teile ihr mit, dass du kommst. Sie dürfte dir also keinen Ärger bereiten. Das Syndikat lässt dich vielleicht allgemeine Bereiche durchsuchen, aber falls dich jemand beim Schnüffeln in Privatquartieren erwischt, dann solltest du auf Gegenwehr vorbereitet sein. Ach, vorbereitet sein ist mein zweiter Vorname. Nee, warte mal, vorbereitet sein? Spielbär? Nee, egal. Nein, ist wurscht. Ich gehe, ich mach, ich tu, ich hab alles im Griff. Ich hab alles im Griff, das wird schon. Und an dieser Stelle endet diese Folge Starfield. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Starfield, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.